Einer der neuen Kunstsatelliten von Energy in Art ist der Workshop Energiekreislauf. Er findet an der Albert-Schweitzer-Schule in Bayreuth statt. Das Lehrerehepaar Caroline und Stefan Hausner leitet den Workshop. Wir haben hier versucht, einen Ruhepol zu schaffen. Also wir wollten Energieverbrauch darstellen und Energieschöpfung sozusagen. Weil an der Schule wird ja auch relativ viel Energie verbraucht. Und die Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Und deswegen haben die Schüler jetzt hier einen Ruhepol bekommen, sozusagen, an dem sie Energie wieder schöpfen können. Und an diesem Ruhepol können die Schüler aber noch erfahren, wie Bioenergie erzeugt wird und wo auch die Verbraucher liegen, nämlich in der Stadt. In einer Projektwoche entwerfen die Lehrer mit den Schülern der 8. Klassen gemeinsam ein Konzept. Dann wird ein Modell gebaut. Gemeinsam mit einem Schreiner entsteht schließlich die mit Pflanzen befüllbare Konstruktion aus Holz, Metall und Steinen. Und jetzt als dritten und letzten Teil werden wir das Ganze mit Energiepflanzen bepflanzen, die Schüler dann eben auch pflegen müssen, sicherlich. Die Schüler der 5. Klassen übernehmen den letzten Schritt. Sie beteiligen sich mit sehr viel Begeisterung an dem Workshop. Gemeinsam legen sie los, schaufeln Pflanzen und Gärtnern, was das Zeug hält. Ich finde es auch schön, dass man draußen in der Natur so machen kann, was mit den Pflanzen. Und so. Und ich finde es schön, damit man den Pflanzen zusehen kann, wie sie wachsen und gedeihen. Das Projekt ist nicht an bestimmte Klassen gebunden. Jeder Schüler, der möchte, kann mitmachen. Aus dem Workshop nehmen die Kinder auch einiges für ihr weiteres Leben mit. Die haben oft nur einen sehr schweren Zugang zu Umweltthemen, weil einfach oft das Wissen nicht da ist, weil die Eltern aus einem Land kommen, wo Umweltschutz zum Beispiel einfach nicht wichtig ist oder wo es einfach von der Bildung her kein Thema war, also auch wenn es Deutsche sind. Und dementsprechend ist es auch wichtig, eben in dem Rahmen den Schülern das näher zu bringen, was in der Form wichtig ist. Außerdem schult man natürlich einfach andere Kompetenzen, das eine ist das Handwerkliche natürlich und auch soziale Kompetenzen werden natürlich auch gefordert, weil wir ja im Team arbeiten. Schließlich ist es soweit. Die Konstruktion kann mit den Pflanzen verziert werden. Es handelt sich dabei um Bioenergiepflanzen, die im großen Stil angebaut und in Biogasanlagen zu Energie umgewandelt werden, zum Beispiel Mais und Raps. Und dann haben die Schüler es geschafft. Der Energiekreislauf steht. Ein Ort der Ruhe und ein Ort der Energie, dass sie, wenn sie aus dem Schulalltag rauskommen, zum Beispiel in der Pause oder im Nachmittagsunterricht, dass sie einfach sagen, jetzt wir setzen uns mal hin, wir können uns auch hinlegen und wir können von unserer Skulptur Energie schöpfen. Und ganz nebenbei werden sie damit noch eben mit dem Thema Bioenergie konfrontiert, was man dann auch auf diesem Sonnensegel sieht, weil auf dem Segel eben Begriffe stehen, die irgendwas mit Energieverbrauch und Energieschöpfung zu tun haben.